Hallihallo, und da sind wir wieder mit einer neuen Folge zu unseren Gefährten und Bratern aus Dragon Age Inquisition. Und diesmal habe ich mir Kommandant Cullen vorgenommen. Den kennen wir ja schon aus Teil 2. War da ein Templer in Kirkwall. Und jetzt ist er der Kommandant über unsere Truppen. Ich finde, ziemlich interessanter Typ und auch ziemlich fähig, wie ich bisher so den Eindruck haben konnte. Und wir werden mal sehen, was der uns so alles zu sagen hat. Auf geht's! Ihr da, was ihr da in der Hand haltet, ist ein Schild. Nutzt ihn, um zu blocken. Wäre dieser Mann euer Feind, wärt ihr jetzt tot. Haltet euch nicht zurück, Leutnant. Diese Rekruten müssen für einen echten Kampf bereit sein, nicht nur für eine Trainingsrunde. Ja, Kommandant. Wir haben eine Reihe neuer Rekruten erhalten. Ansässige aus Haven sowie einige Pilger. Allerdings hatte keiner von ihnen auch nur annähernd so einen Auftritt wie ihr. Tja, was sage ich denn darauf? Ich will mal nicht groß angeben. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Genau wie wir anderen auch. Es genügt schon, dass ihr bereit seid, es zu versuchen. Ich selbst wurde in Kirkwall für die Inquisition rekrutiert. Ich war während des Magieraufstandes dort und musste mit eigenen Augen mit ansehen, Sir. Welche verwüsten. Cassandra suchte nach einer Lösung. Als sie mir einen Posten anbot, verließ ich die Templer, um mich ihrer Sache anzuschließen. Jetzt allerdings scheint es, als würden wir uns etwas weitaus Schlimmerem gegenübersehen. Tja, was ist das Schlimme? Ihr baut auf die Inquisition, frage ich mal. Ihr habt für das hier die Templer verlassen. Denkt ihr, die Inquisition kann Erfolg haben? Ja, das denke ich. Die Kirche hat die Kontrolle über die Templer und Magier verloren. Jetzt streitet sie über eine neue göttliche, während die Bresche weiter existiert. Die Inquisition könnte handeln, wo es die Kirche nicht kann. Und unsere Anhänger wären ein Teil davon. Es gibt so vieles, was wir... Bitte entschuldigt. Ich bezweifle, dass ihr hier seid, um euch einen Vortrag halten zu lassen. Naja, was sagen wir denn darauf? Vortrag kann ja vielleicht nicht schaden. Ich nehme mal dies. Nein, aber falls ihr einen vorbereitet habt, würde ich ihn mir gerne anhören. Vielleicht ein andermal. Ich, Etwas verlegen der Gute ach, jetzt. es liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Kommandant, Sir Ryan hat einen Bericht über unsere Versorgungswege. Habe ich es nicht gesagt? Gut, das war's offenbar schon. Aber wir wissen ja von den anderen Gefährten und Beratern, dass wir da noch genauer nachhaken können. Hier steht er nun wieder. Also weiter geht's. Die Magier sind bereit, sich der Bresche anzunehmen. Ich hoffe, es genügt, um sie zu schließen. Ja, er mag die Magier wohl nicht wirklich. Hätte wohl auch lieber die Templer als Verbündete. Aber ich frag dies hier mal. Ich weiß, es beunruhigt euch, dass die Magier hier sind, aber gebt ihnen eine Chance, sich zu beweisen. Ich stelle weder ihre Fähigkeiten noch ihre Absichten in Frage. Aber wir dürfen die Risiken einfach nicht ignorieren. Ich werde das Bündnis, das ihr geschmiedet habt, nicht gefährden. Wir brauchen ihre Hilfe. Jegliche Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergreifen, dienen allein der Sicherheit unserer Leute und auch der Magier selbst. Nichts anderes. Na, immerhin ist er einsichtig, aber auch nach wie vor vorsichtig. Was nehmen wir denn als nächstes? Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Im Moment nicht. Okay, die Option bringt uns erstmal nicht weiter. Erforschen wir denn vielleicht über seine Vergangenheit? Genau, kann er uns doch was von sich erzählen? Ich sollte euch besser kennenlernen. Wir arbeiten immerhin zusammen. Was möchtet ihr wissen? Nun, woher stammt ihr? Ups, was ist dies hier nun? Vereldische Verhaltensweisen? Ist das hier ein Brief oder wie? Das scheint aber mächtig viel zu lesen zu sein. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Ich scroll mal einmal langsam durch, wer es jetzt wirklich unbedingt wissen will. Muss dann an den entsprechenden Stellen Stopp drücken. Also das Ganze, das tue ich mir hier nicht an. So, einmal noch. Ja, da sind wir am Ende angekommen. Okay, und weg damit. Ich bin in Ferelden aufgewachsen, in der Nähe von Honleith. Kurz nach der Verderbnis wurde ich dann nach Kirkwall versetzt. Das hier ist seit beinahe 10 Jahren das erste Mal, dass ich wieder zurückkehre. 10 Jahre ist eine lange Zeit, hä?
Ja, ihr wart lange weg. Ihr habt Ferelden seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Seid ihr froh, wieder hier zu sein? Ich war damals nicht traurig darüber, es zu verlassen. Ich hatte nicht damit gerechnet, je wieder zurückzukehren. Und jetzt, mit der Ermordung der Göttlichen und der Bresche, finde ich hier nichts als Chaos vor. Tja, so schnell geht das. Okay, erzähl von Kerkual, da kommst du ja her. Während ich dort war, wurde die Stadt von Kunari besetzt und angegriffen. Die Ermordung des Vicomte führte zu politischen Unruhen. Die Beziehungen zwischen Magiern und Templern gingen in die Brüche. Ein Abtrünniger sprengte die Kirche und die Kommandantin wurde wahnsinnig. Abgesehen davon war es ganz nett. Ja, das ist praktisch die Story aus Dragon Age 2. Was ist zwischen den Magiern und Templern in Kirkwall vorgefallen? Ihr wart doch beim Konklave. Ihr müsst gehört haben, was die Leute darüber erzählten. Schon, aber ihr wart dabei. Es gab dort schon lange vor meiner Ankunft Spannungen zwischen den Magiern und Templern. Irgendwann kochten sie dann über. Auf den Straßen kam es zu Kämpfen. Abscheulichkeiten begannen beide Seiten zu töten. Es war ein Albtraum. Tja, wie ist's ausgegangen? Wissen wir eigentlich schon. Die Templer hätten die Ordnung wiederherstellen sollen. Aber das rote Lyrium hatte Kommandantin Meredith in den Wahnsinn getrieben. Sie drohte den Champion von Kirkwall zu töten und wandte sich gegen ihre eigenen Männer. Ich weiß nicht, wie weit sie gegangen wäre. Zu weit. Also habt ihr euch ihr entgegengestellt? Letztendlich habe ich dem Champion im Kampf gegen sie beigestanden, ja. Aber ich hätte Meredith schon viel früher durchschauen müssen. Tja, guter Mann, unser Kallen. Wir fragen weiter. Tja, Varric war ja auch aus Kirkwall. Varric stammt aus Kirkwall. Kanntet ihr beide euch? Ich wusste, er war ein Freund des Champions von Kirkwall. Das war aber auch schon alles. Wir haben uns häufiger unterhalten, seit ich mich der Inquisition angeschlossen habe. Hauptsächlich auf Varrics Drängen hin. Ich mache offenbar viel zu oft ein ernstes Gesicht. Und das ist schlecht für meine Gesundheit. Ja, Varric war ja auch in Teil 2, daher kennen die beiden sich. Ihr wart doch während der Verderbnis in Ferelden. Habt ihr gegen Dunkle Brut gekämpft? Nein. Ich war im Turm des Zirkels von Ferelden stationiert. Und der Zirkel hatte seine eigenen Probleme. Ich war während der gesamten Verderbnis dort. Tja, die Probleme im Zirkel haben wir in Origins mitgekriegt. Was ist im Turm des Zirkels vorgefallen? Nur wenige Überlebende der Verderbnis haben schöne Erinnerungen an diese Zeit. Ich würde es vorziehen, nicht darüber zu sprechen. Okay, das respektiere ich natürlich. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Ich bin hier, falls ihr etwas brauchen solltet. Ja, da du hier bist, frage ich auch noch weiter. Da gibt's bestimmt noch was. Behilflich sein? Genau. Was nehmen wir denn? Ich wüsste gerne mehr über die Templer. Was möchtet ihr wissen? Ja, da gibt's eine Menge, glaube ich, was wir über die Templer fragen können. Haben die Templer neben der Jagd auf Magier noch weitere Aufgaben? Die Templer beschützen andere vor den Gefahren der Magie. Bevor sich der Orden von der Kirche abwandte, bedeutete das, in einem Zirkel zu dienen. Abgesehen davon war es ihre Aufgabe, Abtrünnige aufzuspüren oder Dämonen zu bekämpfen, die immer wieder aus Schwäche oder Böswilligkeit beschworen wurden. Tja, er mag die Magier deshalb auch nicht, weil er ein Templer ist. Er hat deutlich gemacht, dass er Magier als Bedrohung erachtet. Jeder Magier kann eine Gefahr sein. Ich werde nicht vorgeben, es wäre anders. Ich habe gesehen, welches Leid die Magie verursachen kann und bin Magiern deshalb mit Misstrauen begegnet. Obwohl es nicht immer gerechtfertigt war. Mein Verhalten war falsch. Und ich werde versuchen, es hier besser zu machen. Dennoch möchte ich nicht, dass sich die Magier ohne jegliche Überwachung in unserem Stützpunkt bewegen können. Wir müssen zumindest Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Leute, einschließlich der Magier, vor möglicher Besessenheit zu beschützen. Tja, nicht alle Magier sind Bedrohungen, aber das weiß man ja vorher nicht. So, fragen wir mal weiter. Was beinhaltet die Ausbildung zum Templer? Unter anderem Waffen- und Kampftraining. Selbst ohne ihre Fähigkeiten zählen die Templer zu den besten Kriegern in ganz Thedas. Ein Anwärter muss außerdem Teile des Gesangs des Lichts auswendig lernen, die Geschichte studieren und seine mentale Stärke schulen. Ja, klingt wahnsinnig interessant. Hat euch eure Ausbildung Spaß gemacht? Ich wollte alles lernen. Wenn ich dieser Berufung schon mein Leben widmen würde,
wollte ich als Templer so gut wie nur irgend möglich sein. Ihr wart also ein Musterschüler. Ich wollte es sein, aber ich war nicht immer erfolgreich. Dabei zuzusehen, wie eine Kerze herunterbrennt, während man den Gesang des Übergangs rezitiert, war nicht unbedingt die spannendste Aufgabe. Ich muss zugeben, dass meine Gedanken manchmal ein wenig abgeschweift sind. Ist schon verständlich. Okay, wir haben noch eine Menge mehr. Was nehme ich denn als nächstes? Hier. Warum habt ihr euch dem Orden angeschlossen? Ich konnte mir keine bessere Berufung vorstellen, als die Wehrlosen zu beschützen. Also habe ich die Templer unserer Kirche angefleht, mich auszubilden. Anfangs haben sie mich nur belächelt, aber ich muss wohl ein gewisses Potenzial gezeigt haben. Oder zumindest die Bereitschaft zu lernen. Ihr Hauptmann hat mit meinen Eltern über mich gesprochen und sie waren einverstanden, dass ich die Ausbildung antrete. Ich war 13, als ich mein Zuhause verließ. 13 ist echt jung. 13? Das ist so unglaublich jung. Ich war nicht der Jüngste dort. Einige Kinder werden dem Orden bereits im Säuglingsalter versprochen. Und ein vollwertiger Templer wurde ich ohnehin erst mit 18. Der Orden sorgt dafür, dass man zunächst ausgebildet und unterrichtet wird. Tja, und seine Familie? Was war mit eurer Familie? Habt ihr sie vermisst? Ja, natürlich. Aber es gab viele Gleichaltrige, die ebenso empfanden. Wir lernten, uns umeinander zu kümmern. Okay, machen wir mal weiter. War ein bisschen kurz angebunden. Mit seiner Familie. Über den Zirkel. Ihr habt doch im Zirkel gelebt. Wie sah dort ein normaler Tag für einen Templer aus? Normal? Als ich zuletzt in einem Zirkel war, ist er kurz darauf ins Chaos gestürzt. Nichts dort war normal. Ja, das wissen wir. Und wie war es vorher? Es gibt bestimmte Rituale, wie zum Beispiel die Läuterung eines Magiers, die genauestens überwacht werden müssen. Ich habe einigen von ihnen beigewohnt. Die meiste Zeit über zeigt man aber einfach nur Präsenz. Auf Patrouille oder im Zirkel. Und man ist bereit, jederzeit einzugreifen, falls es nötig ist. Die Magier tun zwar so, als würden sie einen ignorieren, aber sie behalten uns ebenso genau im Auge. Tja, nehmen wir das. Sprechen Templer und Magier denn nie miteinander? Einige schon, aber die Templer müssen eine gewisse Distanz zu ihren Schutzbefohlenen wahren. Wenn ein Magier besessen ist oder Blutmagie einsetzt, muss man rasch handeln, ohne zu zögern. Das eigene Urteilsvermögen darf nicht getrübt sein. Aber natürlich ist es dem gegenseitigen Verständnis nicht förderlich, wenn man einander nur ignoriert. Okay, was ist das für eine Frage? Erzählt mir von ihren Eiden. Von Eid kommt das wahrscheinlich. Geben die Templer auch Eide ab? So etwas wie, ich schwöre beim Erbauer, sämtliche Magier zu überwachen. Ja. Als erstes kommt eine Wacht. Dabei geht es darum, dass man seinen Frieden findet, obwohl sich das Leben in Kürze ändern wird. Wenn sie vorüber ist, stellt man sein Leben in den Dienst des Ordens. Dann erhält man auch einen Trank, den ersten Schluck Lyrium und dessen Macht. Als Templer streben wir weder nach Reichtum noch nach Anerkennung. Unser Leben gehört dem Erbauer und dem Weg, den wir für uns gewählt haben. Ja, ja, viele Templer ja Lyrium abhängig. Oh, was können wir hier wieder was mit den Herzen nehmen? Zölibat? Leben des Dienstes und Verzichts wird von den Templern auch erwartet, dass sie körperlichen Verlockungen widerstehen? Körperlichen Verlockungen? Wieso? Wieso solltet ihr... Nein, das wird nicht von uns erwartet. Ich glaube, das ist ihm unangenehm, das Thema. Obwohl es gewisse Regeln gibt und die Zustimmung des Ordens erforderlich ist. Einige entscheiden sich vielleicht, noch mehr aufzugeben, um ihre Hingabe zu beweisen. Aber es wird... nicht von uns verlangt. Haben wir ihn wieder verlegen gemacht? Ah, los, wir haken nochmal nach. Und ihr? Ich? nein. Ich habe keine derartigen Gelübde abgelegt. Erinnert mich so ein bisschen an Alistair. Könnten wir bitte das Thema wechseln? Die Unschuld vom Lande. Das war alles, was ich wissen wollte. Ich danke euch. Dann bis zum nächsten Mal. Ich glaube, Kallen ist einer von denen, mit dem wir eine Romanze eingehen können, habe ich so das Gefühl. Gibt's ja in den anderen Dragon Age Spielen auch immer. Nehmen wir mal dies. Warum haben sich die Templer von der Kirche losgesagt? Der Orden ist der Überzeugung, die Kirche würde seine Bestrebungen nicht länger unterstützen. Nicht in dem Maße, in dem sie es sollte.
Und was hat sich geändert? Ja, ich denke, das können wir hier fragen, ne? Aber die Templer haben der Kirche seit Ewigkeiten gedient. Ja, seit so langer Zeit, dass sie die Dienste des Ordens inzwischen als selbstverständlich erachtet. Die Templer riskieren ihr Leben im Kampf gegen Blutmagie, Dämonen, Abscheulichkeiten, ohne dafür ein Gefühl der Wertschätzung zu erhalten. Ich bin vielleicht mit dem Handeln des Ordens nicht einverstanden, wie mein Hiersein beweist, aber ich kann seine Unzufriedenheit nachvollziehen. Okay, das da oben hatten wir, hier unten die Option haben wir noch. Den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wen genau meint ihr? Ah, können wir wohl jetzt verschiedene auswählen. Fragen wir erstmal über die Soldaten. Seid ihr mit den Truppen der Inquisition zufrieden? Unsere Anzahl ist gering, aber sie dürfte vorerst genügen. Einige Templer haben sich uns angeschlossen, statt dem Orden zu folgen. Sie sind uns bei der Ausbildung neuer Rekruten von unschätzbarem Wert. Na, das scheint ja doch zufrieden zu sein mit seinen Soldaten und Liliana. Wie gefällt euch die Zusammenarbeit mit Liliana? Ohne sie gäbe es die Inquisition nicht. Ich bin mit ihren Methoden vielleicht nicht immer einverstanden, aber sie widmet sich unserer Sache mit mehr Leidenschaft als jeder andere. Cassandra mag diejenige gewesen sein, die die Inquisition öffentlich proklamiert hat, aber ihre Gründung ist ebenso sehr Lilianas Verdienst. Okay, und Josephine, unsere Botschafterin? Was denkt ihr über unsere Botschafterin? Wir haben nur wenig gemeinsam. Ich begreife nicht, wie sie so viel Freude daran haben kann, sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Adeligen zu treffen. Nichtsdestotrotz arbeite ich gern mit ihr zusammen. Er scheint auf jeden Fall zufrieden mit seinen anderen Kollegen zu sein. Beraterkollegen. Gut, dann haben wir es jetzt mit ihm. Ja, er hat ein bisschen was über sich erzählt, über seine Vergangenheit, auch aus Dragon Age 2 und über Templer, über Magier. Ich denke, wir haben in ihm einen loyalen und guten Kommandanten. Und beim nächsten Mal werde ich mal sehen, wen wir uns daraus picken. Also für heute war es das an dieser Stelle. Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.